Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Meine kleine Farm 2. Und natürlich wünsche ich euch auch ein frohes neues Jahr. Und tut mir leid, dass jetzt länger etwas nicht kam. Weil das generell irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel war. Das liegt halt aber daran, dass jetzt halt Weihnachten, Neujahr war. Und da war irgendwie so... Ja, weil ich war halt viel unterwegs und dann wollte ich aufnehmen, dann ging das aber irgendwie nicht, warum auch immer. Und ich hoffe jetzt aber, dass jetzt wieder eine Regelmäßigkeit reinkommt und dass auch jeden Tag Folgen erscheinen. Dass da wieder da angeknüpft wird, wo wir eigentlich zuletzt doch aufgehört haben. Und ja, wir haben jetzt, wie ich jetzt sehe, schon echt voll viel gemacht, ne? Ich glaube, so viel ist das hier gar nicht mehr. Und jetzt weiß ich nicht. Hier können wir weitermachen. Hier und hier. Hier müssen wir erstmal freikaufen. Ich möchte aber, glaube ich, erstmal hier die Product Street 7 machen. Ach du Scheiße. 2:04. Damit wir hier abschließen können. Ich glaube, das machen wir auch. Ein Kuchen und ein verpacktes... Was weiß ich nicht. Und wir haben Hühner. Ganz großes Kino. Ach du Scheiße, da ist ja noch so ein... Ne, mach mal neu. Ich habe leider jetzt einen Huhn verloren. Aber gut, da kann man leider nichts dran ändern. Oh! Heftig. Habt ihr das gesehen? Ey, das ist doch schon echt nicht mehr feierlich hier. Also der, also bei aller Liebe. Ach so, wir brauchen einen hiervon und einen hiervon. Da können wir ja schon mal bestellen. Ja. Also. Nee. Das ist mit den Viechern hier wieder einfach nur hart. Übertrieben. Das weiß ich nicht, was das wieder soll. Jetzt haben wir nur noch einen Huhn. Gott sei Dank. Zack. Kann man das jetzt hier noch verarbeiten? Das Hühnchen kommt dann auch. Ne, wir brauchen das Geld noch. Wie sollen wir das in 2,5 Minuten schaffen? Also. Das frage ich mich gerade. Bei den ganzen Bären. Kommen schon wieder Bären. So, ich brauche ein Schwein. Ist irgendwie arg übertrieben. Kommst du ja gar nicht drauf klar. Mir meine Viecher in Ruhe. Kannst du weg und das kann weg. Komm, Gummi.
Ne, das ist doch. Müsst ihr mir doch zugeben, oder? Aber wir konnten. Ein Huhn immerhin erhalten. Immerhin. So, das ist jetzt auch fertig. Okay, da kriegen wir halt Silber. Aber das mit den ganzen, in 2 Minuten 4 haben wir es angeblich geschafft, ja. Never ever. Dafür kommen einfach viel zu viele von den Bären runter. Egal, wir haben Silber geholt und damit ist die Passage hier auch vorbei. Ich würde, glaube ich, sagen, wir gehen jetzt hier einmal rum. Dann können wir hier auch wieder anknüpfen und dann machen wir dann hier die Wege. Was müssen wir denn hierfür freischalten? Buttermill. She Street One. Boah. 20 Butter brauchen wir. Und da kommt doch auch schon wieder so ein Drecksvieh runter. Und das hat doch glatt einen Schwein zerrissen. Ganz großes Kino. Nee, das bleibt erstmal hier. Wir brauchen, Geld. Für eine Kuh. Aber wir können nichts machen. Aber 7 Minuten braucht man. Oder sind vorgegeben. Das heißt, ich darf nicht alle Tiere verkaufen. So, das wird jetzt erstmal aufgerüstet. Dann kommt das hier alle weg. Oh, oh. Nein. Fangen wir erst gar nicht an, Jungchen. Aber 3 Schweine, da braucht man natürlich ordentlich Essen. Ich kann aber auch leider nichts verarbeiten. 20 Butter brauchen wir. Bis wir da mal eine Kuh haben. Weg mit dir. Die bringen natürlich auch ein bisschen Kohle. Aber die Hälfte haben wir schon mal. 10.000. Bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das sind nur 780, egal. Und da kommen die nächsten Bären. Wow, ich habe gedacht, ich kriege den nicht mehr. Mal wieder auffüllen. Auch nur wieder 760, aber da können wir leider nichts dran ändern. Ja, können ja so ein bisschen über Silvester quatschen. Ich habe Silvester mit einem guten Freund verbracht. Wir hatten lecker Fondue gemacht. Hatten viele verschiedene Dips. Alter, geh mal vom Sack. Oder viele Soßen gehabt. Das war sehr lecker. Und dann hatten wir gedartet. Ich gehe ja alle 2 Wochen, gehe ich freitags darten. Und da hat er so einen Partykeller. Und ja, haben wir dann schön gedartet. Er hat dann hinterher, weil der ist auch DJ, hat er dann aufgelegt. Und ja, da hat die Voltra ein bisschen viel getrunken. Ein bisschen viel durcheinander. Ja, dann sind wir noch rüber zu meinen Eltern. Und ja, aber nach Hause kam ich hinterher nicht mehr. Also wir sind dann wieder zurück zu einem guten Freund von mir. Und ja.
glaube, jetzt kann ich mal die Schweine verkaufen. Ja, und da muss ich dann doch tatsächlich da übernachten, weil ich nicht mehr nach Hause kam. Da hatte ich doch echt einiges getrunken. Nicht nur 6, sondern noch 43 mit Milch. Und dann hatte ich nicht nur ein Sekt gehabt. Oder für einer Sorte, sondern waren auch noch zwei verschiedene. Und ja, war schon nicht ohne Silvester, war aber trotzdem sehr lustig. Wir hatten hinterher sogar nochmal gedartet. Und obwohl ich gar nicht mehr so richtig stehen konnte, habe ich noch richtig gut geworfen. Ja, da muss ich mal. Die müssen weg. Mal so sagen. Ob wir das in 7 Minuten schaffen. Mal so ein bisschen anstupsen. Ja, war aber schön Silvester. Kann ich nicht anders sagen. Wie habt ihr denn Silvester verbracht? Wart ihr mit Freunden unterwegs oder habt ihr mit der Familie Silvester verbracht? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. So, die Butter warten wir jetzt noch ab. Und dann kann man mal verkaufen. 7.500. Warum nicht? Vielleicht kriegen wir noch eine zweite Kuh hin. Weil in 7 Minuten schaffen wir es nicht. Ich habe aber gerade 3 Butter. Ein bisschen anstupsen, aber nicht zu viel, sonst machen wir das ja wieder kaputt. Und das wäre ein bisschen blöd. Ja komm, lass doch mal deine Milch fallen. Hallo. Geht doch. Die Kühe sind natürlich hier wieder genauso drauf wie im vierten Teil. Brauchen auf jeden Fall eine zweite Kuh. Und da können wir auch einmal aufpeppen. Nur 1 Minute und dann noch 15 Butter. Never ever. Aber vielleicht schaffen sie es ja zu zweit. Zu zweit geht alles schneller. Oh, hätte ich beinahe die Sahne nicht mitgenommen. Ah, da werden auch direkt 2 verarbeitet. Das ist schön. Ach stimmt, die sind ja schon alle aufgestockt. Na komm. Nummer 1. Wo bleibt Nummer 2? Da ist es. So, das müssen wir aber nochmal verkaufen, sonst haben wir gleich keinen Platz mehr. Im Inventar, also hier im Lager. Das wäre nicht so geil. So, jetzt haben wir 3 Kühe. Da wird ja jetzt wohl was machbar sein. Ich habe gedacht, da hätte mehr Milch gewesen. Ach, schade, das wären jetzt 3 gewesen. Schade. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir zumindest noch Silber bekommen. Zumindest das. Wir haben ja nur noch 1 Minute. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das verkaufen wir besser direkt wieder, damit wir wieder
ein bisschen mehr Platz haben. Nur noch 40 Sekunden.